Ihr seid noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken und habt etwas mehr Budget zur Verfügung? Dann können wir euch einige coole Gadgets ab 150 Euro empfehlen. Direkt nach dem Intro. Weil nicht jeder so viel Geld für Geschenke ausgeben möchte, haben wir für euch auch noch Geschenketipps mit unter 150 Euro und bis zu 50 Euro vorbereitet. Die Videos dazu haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt stellen wir euch aber erst einmal Techniktipps ab 150 Euro vor. Los geht's! Beginnen wir mit dem Smartphone Galaxy S7 von Samsung. Ja, ich weiß, bevor er mich jetzt irgendwie steinigt, es gibt bereits einen Nachfolger Galaxy S8, den der Tarke sich auch vor kurzem nee. Gegönnt hat. S8 Plus. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, es ist halt ein bisschen größer. Okay, du hast ja recht. Aber ich stelle mir immer die Frage, muss es immer das Neueste sein, wenn der Vorgänger noch immer ein gutes Smartphone mit ordentlicher Ausstattung ist, zu einem guten Preis und mit ordentlichem Design? Ja. Ja? Okay. Aber mit rund 400 Euro ist der Preis für das Galaxy S7, denke ich, immer noch im Rahmen. Und klar, wer noch mal mehr Geld auf den Tisch legen kann, aktuell rund 160 Euro, der sollte auf jeden Fall zum S8 greifen, wie Tarkus es eben auch gemacht hat. Aber ich denke, dass man mit dem S7 immer noch ein gutes Smartphone eben für den Preis bekommt. Denn auch heute ist die Performance noch sehr, sehr gut. Ihr könnt den Speicher erweitern. Recht aktuelles Android ist installiert und die Kamera knipst immer noch sehr, sehr gute Fotos. Aber wenn wir jetzt hier schon mal so einen Smartphone-Experten da haben, das beste Android-Smartphone momentan, also wir sind ja hier bei dem Clip über 150 Euro Geschenketipps, das Beste, also ich habe alles, was ich habe. Ich habe ein Lamborghini gerade gekauft und habe noch ein paar Kröten übrig. Das beste Android-Smartphone, wollte ich sagen. Also ich persönlich würde mir das Galaxy Note 8 von Samsung kaufen. Okay. Weiter geht's mit der Z-Box PI225 von Zotac. Die Z-Box PI225 ist ein voll ausgestatteter Windows 10 PC im Scheckkartenformat. Ja, hier in der Hand habe ich einen kompletten PC, der zudem auch passiv gekühlt ist und das Metallgehäuse hat nur eine Höhe von lediglich 8 mm. In dem Rechner befindet sich der neueste Dual-Core Apollo Lake Prozessor von Intel. Und ja, und wir haben auch diverse Anschlussmöglichkeiten. Also wir haben zwei USB-Typ-C-Anschlüsse. Wir haben einen Anschluss, ein Kartensteckfach für Micro-SD-Karten, um den Speicher zu erweitern. Ja, und damit kann ich also nicht nur energieeffizient arbeiten, sondern habe auch einen kleinen, schicken Rechner, den ich zum Beispiel auch für Multimedia- und Entertainment-Zwecke einsetzen kann. Frage noch, wie genau schließe ich jetzt dann Monitor und Tastatur und sowas an? Ja, wie ich bereits erwähnt habe, Stichwort USB-Typ-C. In der Verpackung liegt nämlich ein Adapter dabei, das ist so eine kleine Dockingstation, USB-Typ-C-Anschluss und auf der anderen Seite habe ich hier einen HDMI-Anschluss. Das heißt, ich kann über ein HDMI-Kabel den Fernseher anschließen oder einen Computermonitor und habe dann hier auch noch zwei USB-Anschlüsse. Das heißt, ich kann da auch eine Maus und Tastatur anschließen und das dann auch bedienen. Wie sieht's aus mit Zocken? Kann ich darauf zocken? Ich muss da an OBS Hardcore denken. Also die Spiele, die du beherrschst, laufen da locker drauf. Also Moorhuhn etc. Also für anspruchsvolleres Gaming ist das jetzt eher nicht so geeignet natürlich. Aber es ist zum Beispiel geeignet, wenn ich so ein Home-Theater-PC haben möchte, um einfach über Kodi zum Beispiel Filme, Fotos und Videos mir anzuschauen. Das geht dann natürlich Preis? Schon. Ja, 230 Euro ungefähr. Als nächsten Techniktipp haben wir für euch Anki Cosmo. Cosmo ist ein kleiner, echt süßer Roboter und ich glaube, man sieht ihn auch gerade hier vorne auf dem Tisch schon irgendwie wild umherfahren, Grimassen schneiden. Mit eigener Persönlichkeit und künstlicher Intelligenz. Er erkundet seine Umgebung und reagiert auf Gegenstände. Er spielt mit euch und zeigt seine Emotionen auf dem kleinen Gesichtsdisplay. Ich weiß gerade nicht genau, in welche Richtung er schaut. Er stapelt gerade. Okay. Kleiner Hochstapler, du. Und das Lustige ist auch, Cosmo lernt auch seine, dank eben KI, immer mehr dazu. Ihr könnt ihm auch Wörter und Sätze beibringen und das kann auch schon ziemlich lustig werden. Außerdem lernt auch ihr etwas mit Cosmo bzw. Codelabs in der Android- oder iOS-App. Hier wie auf dem Smartphone, also hier gibt es dann auch Codelabs. Und mit dieser Funktion lernt ihr auch ganz einfach das Programmieren, denn ihr könnt Cosmo auf einfache Art und Weise beibringen, wie er interagieren soll. Alle Befehle, die ihr programmieren könnt, sind in Blöcke aufgeteilt, die ihr einfach per Drag and Drop zur Aktion zusammenstellen könnt. Zum Beispiel könnt ihr ihn einfach lächeln lassen, wenn ihr euer Gesicht erkennt. Cosmo macht wirklich jede Menge Laune. Den kleinen Roboter gibt es aktuell für rund 210 Euro. Und das Lustige ist auch, er erkennt auch mein Gesicht. Ich habe auch Christians Gesicht schon sozusagen
eingespeichert. Das kann man auch beim Tages machen. Normalerweise erkennt er auch, wann er ab, wenn er an Abgrund kommt. Ich habe dich gerettet. Aber es gibt nämlich diese Funktion Kennenlernen. Ja. Cosmo bereitet sich gerade vor. Und ich kann jetzt eine neue Person hinzufügen, nämlich Tages. Oder sollen wir mal Panagiotis probieren? Nee, er kann er reden. Er kann auch reden, ja. Echt? Tages. Bei mir hat er hast du mir gerade nicht zugehört. Darf man ihn füttern? Abends, nach Mitternacht. Jetzt schau ihn mal genau an. Schau mir die Augen kleiner. Schaut er gerade zu dir? Ja. Ja. Jetzt lernt er nämlich gerade den Tages kennen, wenn man es gerade in der App sehen kann. Ich glaube nicht. Er klingelt. Hallo? Jetzt hat er mich erkannt. Genau. Habt ihr gehört? Ich finde das, so süß irgendwie. Komm. Ich hab dich auch lieb. Jetzt sei ruhig. Der arme Kerl. Ja, das Lustige ist, man kann eben mit ihm ganz viel machen. Man kann ihn tunen, man muss ihn auch, ja, man füttern, muss ihn pflegen, füttern. Das ist eigentlich ganz witzig, was er eben auch beschäftigen. Schon, genau. Und wenn er auch irgendwie keine Aufmerksamkeit von euch bekommt, dann stupst du euch an, singt auch gerne etwas. Das ist echt super lustig, dieser kleine Kerl. Für der stößt er den Euro. Turm um. Ja. Aber das ist nicht alles, was wir von Anki hier haben, oder? Nein, ganz genau. Bekannt geworden ist Anki aber nicht mit dem kleinen Cosmo, der gerade hier auf dem Tisch umherfährt, sondern mit Overdrive, einer Art Carrera 2.0. Ihr steuert also Rennautos mit eurem Smartphone und habt auch verschiedene Waffen zur Auswahl. Ganz neu ist jetzt auch hier, da seht ihr gerade im Hintergrund, weil ich kann es mir auch mal gerade hochheben, das hier, das ist nämlich die Fast and Furious Edition mit zwei Autos aus dem Film. Das Pack beinhaltet natürlich auch noch Streckenteile und ein neues Power Zone Element. Die Fast and Furious Edition kostet rund 200 Euro. Und wir beide, wir haben uns ja schon mal mit Overdrive gebattelt. Und das Video dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Rate mal, wer gewonnen hat. Verrat doch nicht das Ende. Als nächstes haben wir den Gaming-Stuhl Nitro Concepts S300 für euch. Gamer geben so viel Geld für die neueste, schnellste und beste Hardware aus und vergessen dabei, wer viel und lange zockend vor dem PC hockt, der muss auch an seine Arschbacken und, ja, und an seinen Rücken denken. Der Gaming-Chair Nitro Concepts S300 bietet nicht nur eine hervorragende Ergonomie, sondern auch eine schicke Racing-Optik. Bei dem Stuhl kommen hochwertige, materialsklassige Polsterung zum Einsatz. Wie sitzt du? Bequem? Ziemlich. Ja, ne? Also auf jeden Fall bequemer als bei mir am Schreibtisch. Ja, ist auch ein, du hast ja auch einen Schreibtischstuhl und kein Gaming-Stuhl. Ja, das stimmt leider. Außerdem bietet Nitro Concept S300 eine große Sitzfläche. Merkst du was davon? Also die ist 57 cm, glaube ich, ist sie breit, die Sitzfläche. Doch, auf jeden Fall. Und wir haben 3D-Armlehnen. Die sind in alle Dimensionen so veränderbar von der Position, dass du wirklich dann auch so die positionieren kannst, wie du sie gerne hättest. Bei Case King ist der Gaming Chair für um die 250 Euro erhältlich. Und schaffst du ihn dir an? Also mir gefällt auf jeden Fall. Ich habe leider keinen Schreibtisch zu Hause, wo ich zocke. Das ist ja, halt genau das. Du bist eher der Konsolenspieler sowieso. Ja, vor dem Wohnzimmertisch, beziehungsweise vor dem Wohnzimmerfernseher. Und ich habe gar keinen Schreibtisch zu Hause. Ich zocke tatsächlich nicht am PC. Deswegen brauche ich leider keinen Gamingstuhl. Ja. Aber sonst? Aber fürs Gaming ist auf jeden Fall, wenn man längere Stunden da hocken soll, wobei man alle 30 Minuten alle Stunde soll man eine Pause machen, heißt soll man bei den Spielen, oder? Oh. Ja. Weiter geht's mit der Soundbar Teufel Cinebar One Plus. Die Cinebar One Plus ist Teufels kleinste Soundbar und damit auch super für Räume einfach mit wenig Platz geeignet. Die Soundbar, die ihr Tages gerade in die Hand nimmt, bietet vier High-Performance-Töner und Endstufen für hohe Pegel sowie eine Dynamore Ultra-Technologie für virtuellen Surround-Sound. Das heißt, es gibt dann hier an den Seiten auch nochmal Lautsprecher, die dann eben dann diesen Surround-Sound machen. Ohne extra Rear-Speaker. Für tiefe Bässe beinhaltet das Set noch einen kabellos ansteuerbaren Subwoofer. Das ist direkt der unter der Soundbar gerade. Genau, und die sind eben per Funk verbunden. Das ist echt cool, denn ihr könnt die kleine Soundbar direkt unter euren Fernseher oder eben den PC-Monitor stellen und den großen Subwoofer halt irgendwo anders hin, egal wo im Raum, und ihr habt keinen Stress mit den ganzen Kabeln. Und jetzt drehen wir mal ordentlich auf und gucken mal, was das Ding kann. Übrigens volle Lautstärke. Ich hoffe, wir nerven jetzt gerade nicht hier nebenan die ganzen Kollegen, aber das ist uns einfach egal. Wir müssen es jetzt. Wir müssen das für die Arbeit tun. Ja, und man hört das hier.
Da gibt's was? Richtig krass. Ja. Ach komm. Also krass, aber für die Größe kannst du auf jeden Fall ordentlich was. Ja, man kann sich auch wunderbar dabei nebenbei unterhalten. Auf jeden Fall. Ja, also und nicht wundern, wir müssen diese Musik spielen, weil wir halt GEMA-freie Musik spielen müssen. Und deswegen können wir, keinen aktuellen Hit spielen. Jetzt kommen, oder? Das ja, aber so schlecht ist das doch gar nicht, oder? So. Ja, also wie ihr seht, das Ding geht auf jeden Fall ab, obwohl es eben so klein ist. Und es klingt auch noch dabei richtig gut. Gefällt mir. Und die Cinebar OnePlus kostet rund 365 Euro. Und dafür ist es eigentlich ein ziemlich cooles Gesamtpaket. Und zum Schluss noch ein Geschenktipp für Gaming-Freunde, und zwar die Xbox One X. Die einzige Konsole, die aus meiner Sicht mit einem High-End-PC für 4K-Gaming mithalten kann, ist die Xbox One X. Und das zu vergleichsweise günstigen 499 Euro. Die GPU der Xbox One X hat AMD entworfen, ebenso wie den 8-Kern-Prozessor, dessen Kerne mit 2,3 GHz getaktet sind. Das alles packen AMD und Microsoft in einen 360 Quadratmillimeter kleinen SoC, also System on Chip, der im 16-Nanometer-Verfahren hergestellt wird. Hinzu kommen satte 12 GB GDDR5-Grafikspeicher. Ja, den können die Spieleentwickler 9 GB verwenden. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, vor allen Dingen, wenn man das sieht im Vergleich zu den anderen Konsolen. Weil die haben, also die PlayStation 4 Pro hat etwas weniger und natürlich die Xbox One viel weniger Speicher zur Verfügung. Und der wird ja benötigt, um die Sachen schnell zu laden, Texturen schnell zu laden, vor allen Dingen bei hohen Auflösungen. Die Speicherbandbreite der Xbox One X liegt bei 326 GB pro Sekunde, da ist also auch ordentlich Pfeffer im Kasten. Zur weiteren Ausstattung gehört ein richtiges 4K Blu-ray-Laufwerk. Das heißt, wenn ich einen 4K-Fernseher habe, dann kann ich mir damit auch 4K-Filme angucken. Also die Xbox One X macht gerade bei aktuellen Titeln wie Assassin's Creed Origin, Call of Duty, World War II, macht sie wirklich eine gute Figur. Und ich glaube, im Jahr 2018 werden dann noch viele, viele Titel kommen, mit der man viel Freunde an der Box hat. Und unterm Strich ist die Xbox One X für mich ein geiles Stück Gaming-Hardware und ein perfektes Geschenk für Konsolenfans. Das waren sie, die besten Geschenketipps über 150 Euro. Wir hoffen, dass etwas dabei war, was ihr anderen schenken könnt oder vielleicht auch selbst auf eure Wunschliste kommt, weil ihr es gerne selber hättet, so wie ich zum Beispiel eigentlich gerne alles hätte. Also Takis, meine Wunschliste ist lang. Ich hoffe, dass du mir irgendwas davon schenkst. Du kriegst von mir eine Flasche Whisky und Zigarren. Ich trinke keinen Alkohol und ich rauche nicht. Tja. Na toll. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.